Kenan, Gaia und die anderen Kinder konnten ihre Konflikte gut lösen. Sie haben eine gute Lösung gefunden, ohne dass es Streit gab oder sich ein Kind wütend und traurig zurückziehen musste. Das ging nur, weil alle nachgegeben und eine gerechte Lösung gefunden haben. Sich zu beruhigen, nachzudenken und dann erst zu handeln, ist eine gute Reaktion bei Wut und Angst. Es ist besser, klar zu sagen, wie du dich fühlst, was du willst und was du nicht willst, als wütend auf den anderen loszugehen oder sich zurückzuziehen. Das gilt für den Umgang mit anderen Kindern, aber auch mit Erwachsenen. Okay, check.